Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in den News. Heute starten wir mit Tholis. Der 340 von denen hat nämlich ein Update bekommen. Das ist zugegebenermaßen schon ein bisschen länger her, es war im Juni, aber irgendwie ist mir das durchgeflutscht und deswegen muss ich es natürlich, nennen wir es mal, nachbehandeln. Der Tholis 340 hat also ein Update bekommen und zwar von der Version 1.0.3 auf die Version 1.1. Der Changelog ist so lang, dass ich den unmöglich komplett in diesem Video featuren kann, aber ihr findet wie immer eine Linkliste in der Videobeschreibung, bei der ihr euch den Changelog selber durchlesen könnt. Einfach draufklicken und ihr kommt dahin. Die wichtigsten Punkte des Changelogs fasse ich euch jetzt aber kurz zusammen. Die X-Plane 12 Anpassung wäre da zum Beispiel zu nennen. Der Tholis 340 soll mittlerweile komplett für X-Plane 12 optimiert sein. Überprüfen können wir das natürlich nicht, weil der Sim noch nicht draußen ist, aber auch dazu habe ich gleich noch was. Die X-Plane 12 Optimierung bringt uns für X-Plane 11 erstmal nix, aber auch für X-Plane 11 gibt es diverse Dinge, die vielleicht nicht ganz so unwichtig sind. Da wäre zum Beispiel die Systemanpassung, oder wenn man es ganz genau nehmen will, dann eigentlich die Systemanpassungen, denn das sind echt viele. Zum Beispiel gibt es jetzt eine ACAS-Funktionalität, außerdem sei das Triebwerksmodell, nicht das visuelle, sondern das systemtechnische überarbeitet worden, sodass das Triebwerk nun realistischere Schub- und Verbrauchswerte liefere. Einen Tempi-Flightplan gibt es jetzt auch im Secondary-Flightplan und nicht mehr nur im aktiven und außerdem soll der Flieger jetzt Offsets fliegen können. Eine Sache, die ich in diesem Update ziemlich cool finde und von der ich mir wünsche, dass sie auch in die anderen Todesflieger übernommen wird, ist die Möglichkeit, die Displays jetzt mit Helligkeit starten zu lassen. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass im 319 und im 321 die Displays immer dunkel sind, wenn man den Flieger startet, selbst wenn der im Turnaround geladen wird. Und das ärgert mich persönlich ziemlich, weil es einfach nur fürchterlich nervig ist, die Dinger jedes Mal hellstellen zu müssen, bevor man irgendwas machen kann. Aber genau diese Problematik scheint Tholis erkannt zu haben. In diesem Update zum A340 gibt es eine Option im ISCS-Screen, also dem Flugzeug-Konfigurationsmenü, die es uns erlaubt, die Displays bei 80% Helligkeit starten zu lassen. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, wäre schön, wenn sie das dann bei ihren anderen Fliegern auch noch machen würden. Systemtechnisch sind wir damit zwar so gut wie durch, das waren die wichtigsten Punkte, aber visuell noch nicht. Auch in diesem Bereich will man bei Tholis einiges geschafft haben und worum es dabei geht, das gucken wir uns jetzt einmal an. Nach eigenen Angaben ist zum Beispiel das Cockpit verbessert worden, es soll andere Texturen bekommen haben und die Fenster sollen neu modelliert sein, sodass man sie jetzt öffnen kann. Diese Öffnung soll übrigens auch einen Einfluss auf die Klimatisierung im Cockpit haben, sodass es zum Beispiel wärmer wird, wenn es draußen wärmer ist als im Cockpit oder andersherum, kälter, wenn es draußen kälter ist als im Cockpit. Das mit den Fenstern ist eine richtig coole Sache. Ob man das braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein riesiger Realitätsfaktor. Was die sich allerdings mit den Texturen gedacht haben, das steht irgendwie auf einem ganz anderen Blatt und das frage ich mich bis heute, denn die Texturen und das Modeling im Cockpit waren bisher, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, so das Einzige, was halbwegs in Ordnung war, zumindest Modeling und Texturing technisch. Außer dem Cockpit war der Flieger aus meiner Sicht eher ein Rückschritt im Vergleich zu dem, was er eigentlich hätte bieten müssen, nämlich eine Weiterentwicklung von dem, was man im 319 und 321 gemacht hat. In vielen Punkten allerdings bot er das genau nicht, sondern genau das Gegenteil davon. Teilweise war er schlechter oder lieferte eben genau dasselbe ab. Die Cockpit-Texturen waren dabei eine erfreuliche Ausnahme, denn die sahen wirklich klasse aus. Nach dem Update kamen dann ein paar Leute zu mir und meinten, dass ich mir doch mal die Cockpit-Texturen anschauen solle. Konnte ich nicht ganz so einfach machen, denn ich habe den Flieger selber ja nicht, deswegen habe ich diese Personen gebeten, mir mal ein Foto vom Cockpit zu schicken oder besser mehrere Fotos und genau das haben die gemacht. Und wenn das wirklich die Texturen sind, die in diesem neuen Update enthalten sind, dann weiß ich ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Denn die Texturen, die dabei waren, als der Flieger rausgekommen ist, die waren doch voll okay, warum sollte man die ändern? Aber Tholis scheint sich irgendwas anderes dabei gedacht zu haben, denn diese Texturen hier wurden geändert. Aber leider nicht in die richtige Richtung, sondern rückwärts. Zumindest aus meiner persönlichen Sicht sind diese neuen Texturen erheblich schlechter als die alten. Ich weiß nicht, ob die fotoreal und damit besser sein sollen. Und im Endeffekt ist es mir eigentlich auch egal, denn aus meiner persönlichen Sicht sind sie erheblich schlechter als das, was da vorher drin war. Deswegen stellt sich mir eine wichtige Frage, nämlich folgende. Was zum Teufel soll das bitte? Wie kann man bei Tholis ernsthaft der Ansicht sein, dass diese Texturen besser sind als die, die da vorher drin waren?
Ich meine, das ist doch wohl offensichtlich, oder? Also, eigentlich ist das eine hypothetische Frage, denn anscheinend ist es ja nicht offensichtlich. Denn wenn's das wäre, hätte Tholis das gemerkt. Denk ich mir so zumindest. Ihr könnt ja aber einfach mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Denn meine habt ihr ja nun gehört. Interessant finde ich aber trotzdem, was die mit ihren Engines gemacht haben. Denn ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass es auch in dem Punkt Updates gab. Und zwar nicht nur im Bereich Systeme, sondern auch Visuelles. Die Engines sind nämlich geupdatet worden. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, weil sie das bei ihren 320ern auch nicht gemacht haben, aber in dem Fall lief es anders. Aus meiner persönlichen Sicht waren die Engines bei Release nicht besonders schön. Eckig, kantig, mit Wänden drin, also einfach nicht besonders klasse. Genau das hat Tholis angegangen, indem die Engines mittlerweile rund sind, zumindest auf den Bildern, die ich zugeschickt bekommen habe, und indem man durchgucken kann. Man hat jetzt also nicht nur eine von außen Simulation des Engines, sondern auch eine von innen. Und das ist eine Sache, die hätte eigentlich von Anfang an mit dabei sein müssen. Es handelt sich also nicht um ein tolles Feature, das Tholis jetzt mit dazu gibt, sondern um eine Nacharbeit, die eigentlich schon vor einiger Zeit, nämlich vor dem Release, hätte erfolgen sollen. Warum das nicht passiert ist, keine Ahnung, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es aber schön, dass Tholis endlich mal dran gedacht hat. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das den Flieger fliegenswerter macht. Da ich ihn persönlich nicht habe, kann ich leider kein Urteil dazu abgeben und deswegen würde es mich mal interessieren, was ihr mittlerweile über den Tholis A340 denkt. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Flieger darstellt. Systeme, Sounds, visuelle Umsetzung und so weiter, das würde mich brennend interessieren. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Flight Factor hat neue Previews zu ihrer 777 V2 veröffentlicht. Wenn wir ganz genau sein wollen, dann geht es dabei um Previews zur Kabine, in der diverse Features vorgestellt wurden, die beim Release enthalten sein sollen. Ein Feature, was ich dabei interessant, aber irgendwie auch ein bisschen unnötig finde, ist, dass die Sauerstoffmasken von der Decke fallen können, wenn entweder im Cockpit der Schalter betätigt wird oder die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Also zum Beispiel ein Loch in der Kabinenwand auf Cruising Altitude oder sowas. Interessant ist außerdem, dass die Sauerstoffmasken mit der Failure-Simulation verbunden sein sollen, das habe ich ja eben schon ein bisschen angeteasert, sodass man sie ebenfalls deaktivieren kann über diverse Fehler, zum Beispiel einen, der die Sauerstoffmasken nicht herunterfallen lässt, obwohl sie das eigentlich tun müssten. Ob das wirklich so kommt, ist momentan pure Spekulation, aber es wurde von Flight Factor zumindest so angedeutet. Was ebenfalls kurz gezeigt wurde, aber mittlerweile wieder offline zu sein scheint, zumindest konnte ich es nicht finden, ist ein Video über die Sitze in der Kabine. Es gab zwar schon mal Fotos davon, die zeigen, wie die aussehen, aber das nur zur Business bzw. Economy Class. Zur First Class hatten wir gar nichts. Das sollte eigentlich das Video zeigen, aber das haben sie wohl irgendwie wieder offline genommen, ich weiß es nicht ganz genau. Das Video hat aber gezeigt, wie man diese Sitze bewegen konnte. Zum Beispiel so, dass man die Sitzlehnen herauf und herunterklappen konnte, das auch mit den Armlehnen und dann natürlich auch, wie man die Sitze in die Liegeposition bringt. Auch das ein Feature, was in der First Class üblich ist. Und bei dem, was Flight Factor bisher so gezeigt hat, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Sitze noch mehr können als das, was wir bisher gesehen haben. Ob das aber wirklich so ist, müssen wir leider abwarten, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Flight Factor 777 V2 released wird. Und bis das so ist, könntet ihr ja weiter meine News schauen, denn damit werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn sich in der Flusi-Szene, so zum Beispiel zum Release der 777 V2 von Flight Factor, irgendetwas ändert. Schaut also auch nächste Woche wieder rein, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Der Developer Bluebird Simulations entwickelt in Zusammenarbeit mit JustFlight eine Boeing 757 für den MSFS. Das finde ich ziemlich interessant, denn das könnte ein Flugzeug werden, was uns möglicherweise etwas mehr als nur Visuelles bietet, aber momentan ist das purer Spekulatius. Es gibt aber neue Updates zu diesem Flieger, die möchte ich euch nicht vorenthalten, denn die sehen zumindest gut aus. Starten wir also mit dem, was sie bisher gemacht haben, nämlich dem Außenmodell. Das sieht bisher so aus und zumindest aus der Entfernung definitiv nicht schlecht, sodass ich persönlich mich ein wenig darauf freue oder zumindest gespannt bin, wie das Flugzeug einmal aussehen könnte. Die Information darüber, dass es nicht nur eine 757-200, sondern auch eine 300 wird und die mit beiden Engines, heißt also mit den Rolls-Royce und den Pratt & Whitneys, gehört auch mit dazu. Auch das eine Sache, die ich persönlich sehr begrüße. Im Moment arbeitet man laut Entwicklerangaben hauptsächlich am Cockpit, das heißt an der Modellierung und Texturierung, davon sehen wir auch ein Bild im Hintergrund,
und daran, das FMC und das Flight Model zu komplettieren. Zu welchem Stand das bisher gekommen ist, wird leider nicht veröffentlicht, in dem Fall müssen wir uns also noch ein wenig gedulden. Die 757 hier, die von Just Flight entwickelt wird, ist für mich persönlich ein ziemlich interessantes Flugzeug. Wenn wir Glück haben, handelt es sich dabei nämlich nicht nur um den mit Standardsystemen ausgestatteten Rumpf von irgendeinem anderen Flieger, sondern vielleicht sogar um das, was man als eine volle Umsetzung oder zumindest den Versuch einer vollen Umsetzung bezeichnen könnte. Ob das wirklich so ist, wissen wir aber leider nicht und deswegen müssen wir uns in diesem Punkt weiterhin gedulden. Falls ihr euch aber nicht gedulden, sondern weitere Informationen zu diesem Flugzeug erhalten wollt, dann könntet ihr regelmäßig diese News schauen, um weiterhin auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Auch vom Fly-by-Wire A380 gibt es wieder ein paar Neuigkeiten, aber die sind eher so, Was ich damit meine? Naja, es sind halt nur zwei Bilder und die zeigen ein paar kleine Ausschnitte des Cockpits. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues, denn sowas in der Richtung hatten wir vorher schon, aber immerhin gibt es überhaupt noch ein Lebenszeichen von dem Projekt, um das es lange Zeit leider sehr still war. Aber andererseits war es das damit auch schon wieder, denn mehr Informationen oder Bilder zu diesem A380 für den MSFS gibt es leider nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber das hat mit Sicherheit seinen Grund, denn der A380 ist ein ziemlich komplexer Flieger. Wenn es dazu weitere Neuigkeiten geben sollte, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Und zum Schluss haben wir dann noch die PMDG 737-600, denn das Ding gibt es mittlerweile ebenfalls zum Kaufen. Für den MSFS natürlich, und zwar mit allen Features, die man aus der 737-700 auch kennt. Für mich persönlich ist die 600er allerdings eher weniger was, denn die 700er wurde schon wenig benutzt, aber die 600er eben noch weniger. Demzufolge ist es für mich eher interessant, auf die 800 zu warten, die als nächstes Produkt aus dieser Familie irgendwann in der nahen Zukunft kommen wird. Höchstwahrscheinlich diesen Herbst, aber schauen wir mal, was PMDG da noch so alles aus dem Hut zaubert. Mit der 737-600 gab es allerdings ein, zwei Updates, so zum Beispiel zur LNAV und WINAV Logik, die sowohl in der 600 als auch in der 700 eingespielt werden soll und zusammen mit dem verbesserten Code insgesamt dafür sorgt, dass der Flieger der Realität noch näher kommt, als es ohnehin wahrscheinlich schon ist. Eine große Sache, die PMDG in der nahen Zukunft oder vielleicht auch in der ferneren, denn darüber gibt es leider kein Release-Timeframe, noch einbauen möchte, ist ein sogenanntes Tablet. Dieses Tablet soll dann in der Zukunft all das übernehmen, was man momentan übers FMC noch steuern muss, so zum Beispiel Pushback und Beladung. Und darauf bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, das ist nämlich eine Sache, in der PMDG momentan noch extrem hinterherhängt. Fast jeder andere Hersteller hat schon in irgendeiner Art und Weise ein Tablet. Aber ist auch logisch, denn das ist ja viel einfacher. Warten wir also ab, wie das wird. Ich persönlich bin sehr gespannt. Und damit sind wir diese Woche auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.